Wir waren bis zum 27. März hier. Die russischen Flugzeuge flogen und bombardierten alles in der Umgebung. Es war sehr beängstigend. Als ich durch das Dorf fuhr, sah ich die Gemeinderatsvorsitzende. Sie kündigte die Evakuierung an. Gemeinsam mit unserer Mutter verließen wir das Dorf. Wir kehrten erst zurück, als unser Dorf befreit wurde. Es war das einzige in der Region Charkiw, das die Russen nicht weiter vorrücken ließ. Die Russen blieben nicht in unserem Dorf, doch wie Sie sehen, ist hier alles zerstört. Alle Häuser und die Infrastruktur. Aber was zählt, ist, dass wir sie stoppen konnten. Unser Dorf wurde nicht als besetzt anerkannt. Menschen aus anderen Dörfern, die als besetzt anerkannt wurden, erhalten internationale Hilfe und finanzielle Unterstützung, aber wir bekommen diese Hilfe nicht. Deshalb bitten wir alle, uns bei der Wiederherstellung der Stromversorgung zu unterstützen. Mein Nachbar hat seinen Schuppen repariert und wohnt jetzt darin. Wir reparierten unsere Sommerküche und leben jetzt dort. Wir haben uns einen Ofen gebaut und wärmten uns den ganzen Winter mit Holz. Sie versprachen, uns Holz zu liefern, aber wir haben keins bekommen. Ich habe die Möglichkeit bekommen, von den Ärzten untersucht zu werden. Ich habe ein komplettes Blutbild machen lassen und hatte auch eine Ultraschalluntersuchung. Ich bin sehr froh, dass Sie mit der mobilen Klinik zu uns gekommen sind, um uns zu untersuchen und mit Medikamenten zu versorgen. Und alle anderen Bewohner auch. Ihre Hilfe war großartig. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Wir sind beeindruckt von dem hohen medizinischen Standard und den sehr guten Ärzten der mobilen Klinik. Alle sind sehr hilfsbereit. Ich habe eine umfassende Blutuntersuchung bekommen und die Ergebnisse sofort erhalten. Wir sind sehr dankbar, dass wir humanitäre Hilfe erhalten. Ich war beim Hausarzt und beim Gynäkologen und habe eine Ultraschalluntersuchung bekommen und einen Bluttest machen lassen. Bei jeder Untersuchung hatte ich den Eindruck, dass ich von Ärzten untersucht werde, die sich wirklich ihrem Beruf widmen und sich viel Zeit für die Patienten nehmen. Erst hatte ich die Befürchtung, dass ich hier auf Menschen treffe, denen das Leben anderer egal ist. Aber ich wurde wie eine Freundin behandelt, wie jemand, der einem sehr vertraut ist. Zu uns kamen Menschen, die sich kümmern, und das macht mich glücklich. Wir kamen mit unserer mobilen Klinik in dieses einst schöne Dorf in der Region Charkiw. Von den 200 Häusern sind nur noch 12 zum Wohnen geeignet. Trotzdem kann man sehen, dass viele Menschen zurückgekehrt sind. Ehrlich gesagt hatte ich erwartet, hier auf ältere Menschen zu treffen, die sich nicht mehr an einen veränderten Ort anpassen können. Viele Menschen sind hierher zurückgekehrt, um hier zu leben. Ich habe viele junge und arbeitsfähige Menschen getroffen, die sich bewusst dazu entschlossen haben, zurückzukehren und die Wirtschaft ihres Landes und ihrer Region wieder zu beleben. Sie sagen, wir leben hier, das ist unser Land und wir werden es niemandem überlassen. Wir halfen diesen Menschen und die Hilfe wird sehr positiv angenommen. Wir fanden einen verzweigten Nierenstein in der Niere einer Patientin, der immer weiter wachsen würde. Die Patientin wusste nichts davon. Wir untersuchten einen Mann, der Hautkrebs hatte und seit über 2 Jahren nicht behandelt wurde. Er sagte zu mir, ich weiß, dass ich etwas habe, aber es ist auf meinem Rücken und ich kann es nicht sehen. Wir konnten ihm helfen, bevor es zu spät für eine Behandlung gewesen wäre und er vermutlich an der Erkrankung gestorben wäre. Er war sehr glücklich, dass wir ihm so schnell helfen konnten. Wir haben hier Menschen getroffen, die wirklich Hilfe brauchen. Es sind die Menschen, die hierher zurückgekehrt sind, um ihr Bestes für ihre Heimat zu geben. Und wir sind hier, um ihnen zu helfen. Wir sind auch hierher gekommen, um am Wiederaufbau unseres Landes mitzuwirken. Dafür braucht es dringend starke Hände, engagierte Spezialisten und aufrichtige Herzen, die bereit sind, hart zu arbeiten.